ganz toll, mein Schatz. Was ist grün, flucht, müffelt und wohnt am liebsten auf der gammligen Müllkippe? Normal. Überall. Grässlich stinkender Abfall. Ist dieser Ort nicht Olchis? Schleime, Schlamm und Käsefuß. Die Olchis sind da. Wir sind die Olchis. Jetzt müssen sie schleunigst Freunde finden. Einen krötigen Tag hinein. Damit sie für immer in Schmuddelfing bleiben können. Hallo. Wahnsinn, sie essen Müll. Da fehlt doch noch was. So. Was? Beim Schlabberkrötenfurz. Dieses Abenteuer wird oberolchig. So möchte ich auch reisen. Die wollen einen Tempel bauen. Genau hier. Auf Wiedersehen, Müllhalde. Hallo, Wellness-Tempel. Los, Männer. Startet die Bulldozer. Manche sagen, wir sind zu grün. Und dann sagen sie uns, haut ab. Zusammen können wir verhindern, dass das wieder passiert. Ja! Nach der Bestseller-Buchreihe von Erhard Dietl. Sind Sie Außerirdische? Außerirdische landen nur in Amerika. Mit den Stimmen von Annemarie und Wayne Carpendale. Drache! Ein Drache! Mir doch egal. Die Olchis. Willkommen in Schmuddelfing. Nicht zu Hause nachmachen, Kinder. Sowas vertragen nur die Olchis. Demnächst im Kino. Das dürfte dann sowohl von der Qualität der Animation als auch von der Geschichte, die recht vorhersehbar wirkt, eher ein Film für die Kleineren in der Familie sein. Und damit war es der Trailer zu Die Olchis, willkommen in Schmuddelfing. Denn die Olchis, die suchen ein neues Zuhause auf der Reise. Zusammen mit einem Hausdrachen stürzen sie über Schmuddelfing ab und finden sich ganz toll wieder in einer Müllhalde. Denn die Olchis, die müffeln ein bisschen und die haben auch andere Essgewohnheiten. Da wird eben gerne der Müll verschlungen und damit kann sich nicht unbedingt jede Einwohnerin und Einwohner sofort anfreunden, und vor allem, wenn die wunderbare Müllkippe dann in einen Wellness-Tempel umgebaut werden soll, ist das Drama natürlich perfekt. Dass diese Art Grundstruktur einer Geschichte doch relativ einfach gegriffen ist, man dann oft schon ahnt, auf wo die Reise hingehen wird, das ist, glaube ich, schon klar, und deswegen geht es, glaube ich, dann eher für die Freude oder um die Freude wirklich der Kleineren. Auch von der Qualität des Animationslooks ist das hier ganz weit weg von einem Disney Animation, Pixar, Dreamworks oder Illumination, um mal vier der großen Studios zu nennen, die Animation auf Top-Niveau abliefern können. Das ist dann eher doch einfach eine andere Qualität. Der Film soll voraussichtlich am 6. Mai 2021 von Leonine in die deutschen Kinos gebracht werden. Geht auch bloß knapp 90 Minuten. Also alles Indikatoren, wo man merkt, wenn die Kleineren sich amüsieren, geht vielleicht eher deswegen die ganze Familie dann ins Kino. Deswegen ist jetzt auch ich, der Animationsfilme ja liebt, mich nicht unbedingt angesprochen fühle. Okay, was sagt ihr zu dem Trailer, zu Die Olchis? Vielleicht sagt ihr, der ist ganz, ganz toll. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.